Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die 3M-Aktie an. Wir werden sie mal unter Lupe nehmen, wie es aktuell aussieht. Hier sind wir in der Balance Sheet, also in der Basel-Bilanz, Geldgeberseite. Wir sehen die Bilanz vom Jahr 2017, Geschäftsschlussjahr ist immer der Dezember, bis 22, also 6 volle Jahre. Wir sehen die Total Current Liabilities, also die kurzen Verbindlichkeiten, hatten sich in dieser Zeitperiode um 24% erhöht. Die Long-Term Debt, die Langfristigkeiten, haben sich in der Zeitperiode um 16% erhöht. Das heißt, Verschuldungen wurden erhöht. Auch die Gesamtverschuldung wurde um ca. 20% erhöht in dieser Zeitperiode. Auch ein großer Vorteil, das Eigenkapital wurde auch um 27,30% erhöht. Großer Vorteil ist, dass sie jetzt schon hier die Schulden reduziert haben, hier auch das Eigenkapital reduziert haben. Auf alle Fälle Eigenkapital weniger. Mal schauen, wie es 23 aussieht, Q1, Q2. Die Bilanzsumme wurde um 22% erhöht. Wir sehen, dass alle drei Faktoren circa um zwischen 20 und 25 und 30% erhöht wurden. Also die 3M-Aktie läuft mit dieser Verschuldung und Eigenkapital fast gleich steigend, aber das Eigenkapital steigt ein bisschen höher. Und die Bilanzsumme steigt auch mit aufgrund dessen, dass eben das Eigenkapital und die Verschuldung auch nach oben geht. Die aufstehenden Aktien wurden reduziert um 4%. Das Aktienrückkaufprogramm wird funktionieren. Aufgrund dieser Rückkäufe dieser Aktien wird auch das Eigenkapital weniger. Wir sehen, dass das Eigenkapital schön nach oben gegangen ist, um 27%. Shares Equity Ratio, Eigenkapitalquote und Kreditwürdigkeit. Wir sehen die Bilanz wieder vom Jahr 17 bis 22, 6 volle Jahre. Wir sehen hier 17 genau 30%. Dann ging es hier runter. Den tiefsten Wert hatten wir im Jahr 2019. Dann wieder hoch auf 7. Und nun liegen wir über 30, knapp über 31 sogar. Das beste Ergebnis hatten wir im Jahr 21. Mal schauen, wie es weiter aussieht. Optimal wäre, dass wir über die 30% Hürde bleiben. Die Langfristigkeiten und das Betriebsergebnis, den Faktor haben wir hier mit 1,55. Das war auch der beste Wert in dieser Zeitperiode. Den schlechtesten Wert hatten wir im Jahr 2019 und nun liegen wir bei 2,14. Das heißt, wir benötigen mehr Betriebsergebnis oder weniger Verschuldung, damit dieser Wert nach unten geht. Currency Exchange, also Währungsbasket. Also wir sind ja im europäischen Raum wohnhaft, haben unsere Währung Euro und die 3M ist in Amerika beheimatet und die haben den Dollar als ihr Währungspaar. Darum ist wichtig, das Währungsbasket auch anzuschauen. Wenn wir 10.000 Euro in Dollar wechseln, haben wir ca. 10.500 US-Dollar. Wird der Euro stärker, der Dollar schwächer, dann sind hier 10.500 Dollar nur mehr noch ca. 8.000 Euro. Wird der Euro schwächer, der Dollar stärker, dann sind hier 10.500 Dollar ca. 13.000 Euro. Darum auch wichtig, man kann auch einen Währungsverlust erleiden oder einen Währungsgewinn erzielen, was auf alle Fälle, also ein Gewinn wäre auf alle Fälle optimal. Hier sind wir im Währungsbasket, im Euro-Dollar-Basket. Wir sehen hier die 1,10 war ein Widerstand. Und hier sehen wir auch einen Widerstand. In der kleineren Zeiteinheit, wenn man reingeht, sieht man mehr, dass die 1,10 mehrmals abgeprallt sind. Die 1,08 ist auch ein Widerstand. Das sehen wir hier kurz drüber, hochgelaufen auf die 1,10 und nun wieder schlusskursmäßig drunter. Hier war es dieser Widerstand, Unterstützungszone. Wir haben nun auch den Widerstand, jetzt nochmal Unterstützung, hier war es noch eine Unterstützung, von 1,06 gerissen und haben nun den gleichen Durchschnitt in der Bearbeitung. Bleiben wir über den gleichen Durchschnitt, können wir die 1,06 wieder antesten, gehen wir nicht drüber, sehe ich die 1,04 als nächstes Ziel, war hier eine Widerstandszone, wird jetzt eine Unterstützungszone. Darum wichtig, können wir die hochlaufen über die 1,06, dann können auch die 1,08 wieder kommen. Aktuell ist auch das Währungsbasket, läuft für die, die im Dollar schon investiert sind, positiv. Die aber jetzt in Euro, in Dollarraum wechseln wollen, negativ, denn sie bekommen weniger Dollar für ihren Euro. Die 3M Corporation ist im Industrial Sektor tätig. Hier seht ihr auch den Google Finance Ticker, den könnt ihr in Google Search gerne eingeben. Dann seht ihr auch den aktuellen Kurs und andere Finanzseiten, wo ihr auch Informationen beziehen könnt. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Falls ihr Informationen haben wollt über andere Aktien, schreibt es mir in die Kommentare. Optimal wären europäische und amerikanische Aktien. Und nun schauen wir weiter, was die 3M Charttechnik uns mitteilt.
Hier sind wir aktuell im Monatschart. Wir sehen hier auf alle Fälle bei dieser Zone bei 206 eine, auf Monatsbasis einen massiven Widerstand. Hier die nächste Widerstandszone bei 182. Die nächste Widerstandszone hat zwar nicht drüber geschlossen, auch nicht drüber gekommen, 156. Unterstützungszone, Widerstandszone bei 144. Und nun haben wir die nächste Widerstandszone bei 132 und aktuell sind wir bei 107,92. Wochenschlusskurs, Kurs drunter. Mal schauen, was nächste Woche kommt, ob wir drüber kommen wieder. Optimal wäre es, denn wir haben aktuell eine schöne Seitwärtsrange zwischen 107 und 133 Dollar. In dieser Seitwärtsrange auf Monatsbasis heißt es für mich kein Kauf. Erst über die 133 und über den gleichen Durchschnitt wäre es ein Kaufsignal. Also wir müssten hochgehen auf diese 144, diese 133 testen und dann wieder über die 144 hinauslaufen. Das wäre eine Bestätigung, dass der Trend nach oben wieder geht und nicht wieder runter geht. Aktuell kein Kauf aufgrund der Charttechnik. Auch hier im Wochenchart sehen wir hier den Widerstand bei 132, hier die Unterstützung bei 144 und nun aktuell hier Widerstand bei 133. Hier war es ein Test hin und her. Und nun haben wir auch hier im Wochenbasis die 120 als Widerstandszone. Und nun befinden wir uns auf dieser unteren Range, dieser Seitwärtsrange bei 107,92. Können wir nächste Woche drüber gehen wieder? Können wir die 120 wieder antesten? Dann können wir da runtergehen auf die 107 oder wir gehen drüber und starten auf die 133 wieder hoch. Auf alle Fälle, die Seitwärtsrange ist massiv aktiv seit Oktober 2022. Wichtig, gehen wir runter nächste Woche auch die übernächste Woche, dann haben wir andere Zielzonen, zum Beispiel die 96 Dollar als nächstes Ziel. Wo liegen die fairen Werte? Das werden wir später sehen. Was sagt ihr aktuell zur 3M-Aktie? Kaufen oder verkaufen? Geht ihr mehr auf die Bilanzdaten ein? Oder schaut ihr auch den Chart an? Wenn ihr den Chart anschaut, wie seht ihr den Chart aktuell? Freue mich auf eure Kommentare. Hier sind wir in der Income Statement, Cashflow-Seite, also Umsatzseite und Bargeldbestand. Wir sehen hier den Gesamtumsatz, der hat sich um 8% nur erhöht diese 6 Jahre. Auf alle Fälle nicht sehr gut. Rohertragmäßig haben wir sogar ein Minus von 4% und Betriebsergebnis sogar minus 16%. Das heißt, wir sind rückläufig. Das heißt, die Kosten sind höher für die Produktion dieser Waren und Mitarbeiter wie im Jahr 2017. Obwohl 2017 sogar der Umsatz niedriger war, hatten wir hier mehr. Nettomäßig haben wir zu einer Steigerung von 19%. Mal schauen, wie es die Zukunft aussieht. Auf alle Fälle ist es betriebsergebnismäßig negativ. Bargeldmäßig haben wir auch eine Erhöhung von knapp 20%, aber wir sehen, dass der Bargeldbestand auch rückläufig ist. Frei Cashflow hatten wir auch rückläufigen Frei Cashflow aktuell, auch minus 64% gegenüber dem Jahr 2017. Ich hoffe, die Daten stimmen, denn die Daten bekomme ich von MSN Finance. Dividende wurde um 26% erhöht in dieser Zeitperiode. Mal schauen, ob die Dividende wieder weiter erhöht wird. Oder auch sogar mal vielleicht nicht erhöht wird oder sogar gekürzt wird. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Denn das Betriebsergebnis ist negativ. Finanzdaten aus der 5-Jahres-History und der aktuellen Bilanz 2022. Wir sehen hier, rohertragmäßig bleibt in dieser Bilanz nur noch 43% über. Im 5-Jahres-Schnitt waren es noch 48%. Betriebsergebnismäßig bleiben nur noch 19% über. Im 5-Jahres-Schnitt waren es 21%. Nettomäßig haben wir zwar mehr mit fast 16,9%, damals waren es noch 15,9%. Aber wichtig, betriebsergebnismäßig bleibt wenig über vom gesamten Umsatz wie im 5-Jahres-Durchschnitt. Return Equity haben wir den Faktor von 40%, das heißt das Eigenkapital und der Nettoumsatz sind im Verhältnis 40%, das ist der Nettoumsatz ungefähr vom Eigenkapital und von der Bilanzsumme sind es 12,58%. Das Preisziel liegt bei 1,74, auf alle Fälle unter 3 gut. Optimal wäre 1. Buchwert ist noch zu hoch mit 4,10. Da müssen wir noch runtergehen mit dem Kurs, denn der Buchwert liegt aktuell bei 26,31. Da haben wir noch sehr viel Luft runter. Auf den Faktor 3, wenn hier ein 3er stehen würde, haben wir auch noch Luft nach unten.
Long-Term Debt-to-Equity haben wir einen Faktor 1,07. Das heißt, wir benötigen mehr Eigenkapital. Und zur Gesamtverschuldung benötigen wir auf alle Fälle auch mehr Eigenkapital, knapp um 113%. Wachstum oder Schrumpfung? Die Dividende wurde per anno um ca. 6% erhöht. Ist für uns passive Investor sehr gut, aber mal schauen, was die Zukunft bringt. Das Eigenkapital wurde um 6,8% erhöht und der Nettoumsatz um 5% erhöht per anno. Aber das Betriebsergebnis läuft rückläufig. Negativ. Finanzdaten aus der Bilanz 21 noch. Der Preis an der Börse ist 107,80. Hier sehen wir aktuell die Marktkapitalisierung. Die Earnings per Share aus der Bilanz 22 sind 10,18. Freie Cashflow aus der 21 Bilanz ist 21,82. KGV haben wir aktuell von 10,6. Auf alle Fälle sehr günstig, aber wenn der Umsatz weiterfällt, steigt das KGV. Im 5-Jahr-Schnitt haben wir die Earnings per Shares von 9,01 und aktuell ein KGV von fast 12. Ist auf alle Fälle unter 22,5 und der freie Cashflow ist mit 20,44 pro Aktie und hier der Faktor von 5,27 auch günstig. Dividende haben wir 5,92, zahlen wir seit 64 Jahren ihre Dividende. Payout Ratio haben wir 58% vom Earnings per Share, Trading 12 Month oder von der Bilanz 22. Freie Cashflow haben wir die Auszahlung von 27% und Dividendenrendite haben wir aktuell 5,5. Die Rendite ist auf alle Fälle sehr gut, aber mal schauen, wo der Kurs noch hingeht. Vielleicht kommt die Rendite noch auf 8%, falls die Dividende nicht gekürzt werden sollte. Buchwert pro Aktie wäre 26,31. Fairer Wert aus diesen Earnings per Share der 5 Jahre plus Buchwert wäre 73. Das heißt, da ging es noch weiter runter. Und vom aktuellen Earnings per Share der Bilanz 22 ist der fairer Wert bei 27,63. Vom Nettozuwachs, diese 5% Steigerung, hätten wir einen fairen Wert von 152. Ich würde mal diese fairer Werte heranziehen, denn aktuell ist der Chart nicht positiv, eher abwärts gerichtet. Wenn wir über dieser Seitwärtsrange hinausgehen, dann können diese 152 als fairen Wert herangezogen werden. Aber wir müssen erst die Seitwärtsrange nach oben verlassen, was zurzeit nicht danach aussieht. Die Analysten schätzen den fairen Wert, den Targetpreis bei 120, das liegt auf alle Fälle über in der Range, von dieser Seitwärtsrange. Und die sagen halten, also nicht verkaufen, nicht zukaufen, abwarten. Gehen wir weiter runter, unter die 107,92 sehe ich die 94 als nächstes Ziel. Vorausschau, Wachstum oder Schrumpfung. Falls die Dividende doch erhöht werden sollte um 4,72%, das Eigenkapital auch wieder erhöht wird um 5,41% und die nächsten Earnings per Share um 0,9% höher liegen, haben wir diese Werte. Die nächsten Earnings per Share wären dann 10,28, Buchwert wäre dann pro Aktie 27,74 und das Buchverhältnis wäre 3,9. Da liegen wir auch noch über 3 aktuell. Dividende wäre dann 6,20 und Rendite wäre dann 5,75. Der faire Wert aus Earnings per Share und Buchwert wäre 80,08. Da müssten wir auch noch weiter runter mit dem Kurs. Und vom Wachstum Nettozuwachs 5% wäre 154. Dieser Wert ist realistischer und dieser Wert wäre erst, wenn wir die Seitwärtsrange nach oben verlassen. Und das Betriebsergebnis wieder positiver wird. Was sagt ihr aktuell zu meinen fairen Werten? Freue mich auf eure Kommentare. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen.